das ist wieder von dem Typen, wo ja ewig kein Video kommt. Ja Leute, wir haben heute wieder mal ein schönes Bürgermeisterstück von My Steak Shop bezogen. Und du da hinten? Ja? Hast du eine Idee, was wir daraus machen können? Naja, du hast doch was von Steaks gesagt, ne? Ja, also ich würde mal sagen, wir machen heute Steaks aus einem Bürgermeisterstück. Hast du das schon mal gemacht? Mhm. Dann wird's Zeit. Ich gehe jetzt rein, werde es auspacken und eventuell noch ein bisschen zurechtparieren. Und danach sehen wir uns hier draußen wieder. Ja? Was heißt da eigentlich ewig kein Video kommt? Ja, du machst immer Videos hier und dann kommen die ewig lang nicht. Noch ist er aus. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Oh. Ja Leute, ich habe mich entschieden, den Schwenkel zu benutzen. Wir machen diese Steaks auf dem Schwenkeli. Ja, möchtest du mir was sagen, mein Schatz? Du willst Fett verbrennen. Nein, ich will kein Fett verbrennen. Müsst ihr jetzt nicht verstehen. Mein Schatz, was hast du uns da gebracht? Nix. Nein, nix ist das nicht. Das sieht gut aus bis jetzt. Nix mit ein bisschen Käse. Also ich würde mal sagen, das ist ein Kartoffelgratin mit Zucchini und Käse drüber. Was ist da zwischendrin noch drin? Was Rot dazwischen? Sahne? Sahne wahrscheinlich. Okay. Ja gut. Das kommt nachher gleich auf den Grill. Und ja, sobald jetzt der Anzündkamin komplett durchgefeuert ist, kommt es drauf und dann werden wir hier auf Schwenkerli unsere Steaks drauf tun, die ich auch gleich zurecht schneide. So Leute, ich habe gerade beschlossen, an Philipp ein bisschen rumzuhetzen. Ich glaube, irgendwo da hinten müsste er gleich wieder angesprungen kommen. Hier ist er schon. Der hat nämlich jetzt einen Rosmarin geholt. Den hauen wir nachher mit aufs Feuer drauf. Und Philipp, bitte? Da du ja meistens so ein fauler Hund bist, darfst du jetzt die Steaks uns zurechtschneiden. Krieg ich gerade so hin. Wie hättest du es dann gern? Ja, schöne Steaks, aber nicht zu dünn. Das müssen schon ordentliche Stücke sein. Ja, so. Oh, ist das mal so. Schatz, bist du zufrieden mit den Steaks? Naja, alles unter 500 Gramm ist Carpaccio. Wo sie recht hat, hat sie recht. Schaut euch diese Fettschicht an. Schön. Schöne Marmorierung. Wunderbar. Na, du hättest es aber nicht ganz so schneiden brauchen. Aber naja, okay. Jetzt haben wir so. Ja, das lassen wir so. Ja, lassen wir gut sein. Ja. Und jetzt können wir sie nachher gleich drauflegen. Boah. Funkenflug. Ah! Bisschen eng gerade hier. Alles Mögliche, was noch an Restkohlen da war. Ich habe jetzt keinen Bock, meine Hand aus der Hosentasche rauszutun. Ja, da stellen wir jetzt einfach unsere Pfanne drauf. Und warten, bis das gut ist. Hier können wir gleich unser Holz dann so langsam etwas verteilen. Ja, bis sie runterbrennen kann es noch. Ja, schmeißen wir noch einen kleinen Prügel drauf. Und dann können wir nachher gleich anfangen, die Steaks drauf zu wuchten. Und gewürzt werden sie wieder hinterher mit einem guten Steakpfeffer. Ich glaube, da nehme ich den aus dem letzten Video wieder. Der war super. Ich habe auch einen dabei. Nee, den will ich nicht. Dann nehme ich den. Ja, Freunde, und während ich hier die Cam ausrichte, steht hier so eine kleine Saufgurgel. Hallo Patricia, futterst du heute mit? Hallo, gut. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen,
können wir unser Fleisch drauf tun. Ja. So, Philipp, du Chaot. Ja. Hilfst du mir jetzt oder bleibst du bloß wieder hocken? Ich hau da morgen, du. Soll ich dir da ein Brettchen halten? Jo, hier haben wir das Brettchen. Warte, sieht man's? Ja, ganz kurz. Dann schmeißen wir hier jetzt einfach unsere Fleischstückchen oben drauf. Du hast doch auch so ein Schwenkerli daheim. Ja. Ja, also, dann musst dich doch auskennen. Ja. So ein bisschen. Also, hau drauf, das Grünzeug. Wie lange braucht es? Schwach, bis du so weit bist. Ja, hau drauf. Ja, und dann lassen wir das jetzt erst einmal ein bisschen Rosmarinrauch ziehen. Boah. Riecht mal nicht übel. Saugut. Boah, aber in den Augen brennt's. Tun wir mal die Cam ein bisschen näher her, zoomen. Unser Schwenkerli nicht vergessen. Philipp, das ist jetzt deine Aufgabe. Das ist ja eigentlich fast schon, wie heißt das, Curasco, oder? Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Ja, aber die haben auch so eine dicke Fettschicht drauf. Oh ja, aber dann hätten wir es ja biegen müssen und aufschließen. Ja, du meinst Picanha. Picanha, genau. Das hätten wir auch machen können. Ja, hätten wir draus machen können, aber... Hätte dir nicht jemand deinen Grill geklaut. Ja, richtig. Deswegen bin ich ja eigentlich so hinterher, dass der endlich mal wieder zurückkommt. Ich hätte auch meinen mitbringen können. Aber dann wäre der hier geblieben wahrscheinlich. Ja, genau. Ich glaube, dem müssen wir jetzt demnächst mal ein kleines Dreiertreffen machen. Mhm. Also Manuel, schau, dass du einen Termin mit uns ausmachst. Aber Dalli. Naja, ob das jetzt so viel Rauch gezogen hat. Das wollen wir dann schmecken, oder nicht? Jo. Also Leute, ich hole euch dann wieder hier zu, wenn wir den, ja, das Fleisch wenden. Aber jetzt erstmal noch eine Weile so schwenken. Oh, und ich habe einen Rauch im Gesicht. Boah. Guck mir an. Guck mal. Ne? Wenn er wollen würde, der Sack. Oh. Ja, das kann schon noch. Umdrehen, wieder umdrehen, 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 umdrehen. Und wieder nach unten. Und dieses Mal machst du weiter das Schwenkerli und rennst nicht einfach davon. Okay. Also wenn es jetzt hier oben anlangst und hier schön drehst, geht es wunderbar. Du kannst es viel besser als ich. Ja, dann lernst du es. Ah, verdammt. Aus der Nummer komme ich nicht raus. Was sagst du? Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Nein. So ist schön. Leute, ich würde mal sagen, da ist der Philipp selber schuld, weil der hat sich ja hier selber eingeladen. Ein Knecht braucht schließlich jeder. Ja. Philipp, wie wär's, wenn du jetzt mal dein blödes Handy aus der Hand legst und das Fleisch drehen tust? Ich sag vor 30 Sekunden noch, jetzt können wir langsam mal drehen. Fleisch drehen tust, das ist nicht. Das ist kein Deutsch. Tutu. Aber schmeiß es nicht wieder runter. Nein. Oh. Mmh. Eigentlich hätten wir mal mit Salz ein bisschen. Nein. Mmh. Da kommt hinterher der Steak Pfeffer drauf. Boah, geil. Leute, sieht das nicht gut aus? Kannst du jetzt aufhören, das zu drehen, wenn ich nicht drehe? Bleib doch drüben. Drüben? Na, drüben. Drüben. Ich bin drüben. Und wieder runter und weiter schwenken. Kleine Quartor-Kontrolle. Ja, ein klein bisschen kann es auch noch. Nein, es ist gleich schon fertig. Ja, einer muss filmen. Siehst du, da kommt sogar schon die Polizei. Na, könnten wir ein bisschen. Meinst du? Ja. Ein bisschen? Mhm.
Ja, wir haben nicht mehr so viel Glut unten drin, gell? Ja, wir müssen halt noch ein Stückchen weiter runter. Das ist jetzt ja, alles noch nichts zusammen. In die Mitte. Oh, Leute, ich sabber mir hier gerade einen ab. Siehst du noch was auf dem Bildschirm? Jo. Genau, jetzt machst du das restliche Schwenkerli. Ja. Philipp, ja. Rauchst du hier so viel? Also Patrizia hat da, glaube ich, irgendwas genommen. Ja, irgendwas. Komisch, gell? Ganz komisch. Ich bin so. Sauf. Auf alle Fälle haben wir heute ein lustiges Video mit Sicherheit wieder. Jo. Also, was denkst du? Essen fassen? Hm. Patrizia, ran ans Brett! Wo schmeckt dann? Da hinten. Bitte. Ich. Wo ist denn das Brett? Ja, wo ist das Brett? Ich nehme das, was das Brett am Kopf hat. Oh mein Gott. Oh Leute. Mm-hmm. Oh, geil. Schön nebeneinander, dass man schön pfeffern können. Das kann doch jeder selbst machen, oder? Geh mal ein bisschen näher, weil ihr sabbert mir hier den ganzen Boden voll. Da gibt's ein Spritzding. Wie heißt das? Karte. Den Schleichwagen. Ah, nee. Fällt gleich. Fällt nicht. Ja, Patrizia ist der Spezialist. Gut, dann tun wir es pfeffern. Und klar, die Fleischfresser denken natürlich wieder nicht ans Zubehör. Boah, sieht das gut aus. Jawoll! Oh, jawoll. Und auch mit auf den Tisch. Dunk. So, und jetzt Pfeffer. Patrizia, komm, Pfeffer drauf. Hau drauf. Ja, ordentlich drauf. Jawoll. Oh. Gut. Macht uns jemand noch hier auf dem Tisch einen Anschnitt? Da reicht doch das Steakmesser, Schatz. Ja, schau, Patrizia macht schon. Jetzt bin ich ja gespannt, wie durch das die sind. Wenn sie zu durch sind, Leute, ist der Philipp schuld. Oh, oh ja. Kann man lassen. Für den Schwenkgrill. Glück gehabt. Ja. Gut. Dann befüllen wir mal unsere Teller. Und dann sehen wir uns zum Probiererle. Einmal noch die Tellerpräsentation. Ja, dann probieren wir mal. Hi. Ich bin ja gespannt, ob das irgendwie zäh ist oder nicht. Überhaupt nicht. Einwandfrei. Aber lecker. Mhm. Erste Sahne. Ist das verboten gut? Verboten gut. Leute, wir machen nachher noch ein Fazit. Ja, Leute, nachts mit Beleuchtung. Hintergrund, ja, man könnte fast die Dinger da oben für Sterne halten. Fazit! Die Reishutbeleuchtung. Dieses Mal hast du auf. Jo. Das ist perfekt. Also Leute. Der schützt dich vor Aliens, das ja. Weißt du schon. Dieses Bürgermeisterstück mal so in Steak schneiden. Eine geile Idee. Mal was ganz was anderes. Nicht immer nur als komplettes Stück. Funktioniert hervorragend. Vorausgesetzt, man hat ein gutes Stück, oder? Ja. Das ist immer A und O. Ne? Ja. Das A und O. Wie hat es dir geschmeckt? Sehr gut, aber vom Rosmarin hat man nichts großartiges. Ja, ganz wenig. Ganz wenig. Also das hätte wahrscheinlich ein geschlossenes System sein müssen. Oder mehr. Oder und mehr. Ja. Ansonsten perfekt. Perfekt.
Das Gratin war auch mega. Jetzt packen wir uns die Patricia, wenn sie nicht freiwillig kommt, und zerren sie hier auch noch vor die Cam. Lass dich nicht lumpen. Komm, Butt. Steh auf, ich lass dich aus. Mein Schatz, du bist auch gerade in der Nähe. Oh, ich hab's doch vorhin schon gesagt, dass das verboten gut war. Gut. Na, Chloe. So. Es war viel zu durch, aber ansonsten war es echt gut. Hallo. Komm, jetzt hauen wir zusammen am Philipp noch. Okay, Leute, das war's mit diesem Video und wir sehen uns das nächste Mal. Und naja, vielleicht macht der morgen noch ein Video, aber... Oder sogar zwei. Das kann dauern, bis die dann rauskommen. Ist klar, wir kennen ihn ja, ne? Macht's gut.